Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hammerhelm. So, heute werden wir ausnahmsweise mal keine Quests erledigen, sofern ich mich zurückhalten kann. Ich hoffe, das kann ich nicht ablenken lassen. Heute werden wir uns mal ausschließlich um die Optimierung, beziehungsweise Optimierung ist vielleicht zu viel gesagt, um den Weiterbau der Stadt kümmern. Ich glaube, dass das essentiell ist, dass wir im Stadtmanagement ein wenig weiterkommen. So, hier ist Piersim. Ja, Piersim mal. Irgendwer ist da gerade reingelaufen. Oder wie man das eingebildet hat. Ja? Piersim, sprich mal. Über. Ich bin Piersim. Oh, Nydilma hat einen schlechten Tag gehabt. Nydilma? 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 Ach, finde ich sie nun? Nydilma. Ach komm, Mädel. Aufheitern. Heute fühlt sich etwas einfach nicht richtig an, aber nun glaube ich, dass es morgen besser wird. Vielen Dank. Wie ist deine Stimmung? Ich hasse, schwere Dinge zu tragen. Unser Meister hat sich Zeit genommen. Ja, Weitrott nimmt sich für alle Zeit. So. Naja. Gileon? Mein Name ist Gileon. Ich bin Arbeiter. Ja, Stimmung? Ich habe heute rohes Gemüse gegessen. Mein Haus ist kalt. Okay. Hey, Rosflora. Du hast echt arge Haare. So. Ich bin Rosflora. Okay, Stimmung. Ich habe ein schönes Haus. Das ist gut. Okay, so. Wir schauen mal in die Stadtverwaltung. Und zwar Ressourcen. Rohes Gemüse, rohes Fleisch. Benötigt und erhalten. So, Mahlzeiten. Gewinn 68. Also er kocht ganz brav. Wir haben Tag 8. Oh, Folge 7. Haben wir eine Folge echt lang gemacht. So, Eisenerz, ungeschliffene Jade. Benötigt. Wer benötigt Jade? Leder, okay. Bier, Waffen, Werkzeuge. Werkzeuge. Griffe. Sowas aber auch. So, wo haben wir denn eigentlich... Mit der Entwicklung. So. Nö. Da will ich nochmal zurück. So. Diamantenspinne, Pilze. Nö. Blüte. Blüte. Kirschblütensamen. Okay, dann ist das, was produziert wird und wo der Bedarf ist. Nicht das, was im Lager liegt. Weil im Lager, ich weiß, dass da Bienenkörbe liegen und Birkensamen zum Beispiel. Oder ist Gemüse oder ist Fleisch? Okay. So, wie gesagt, heute machen wir rein nur Dorfbekümmerung. Da, Bienenstöcke, Gemüse, Gemüse. So, ach so, Drop-off. Können wir was droppen? Ja, das können wir droppen. So, das war der Drop-off. Drop-off. So, Inventar haben wir noch immer einiges da. Sehr schön. Kann man das nicht weglegen, das Erz? Aber es gibt hier irgendwie Stadtlager. Nö. No Erz da. Gut. So, also, es geht ums Bauen. Wir wollen jetzt, nämlich das hier. Ressourcen. So, sondern wir wollen ins Baumenü, ins Partymenü sozusagen. So, Häuser, bam, super. Aber wir wollen Nahrung. Kochstube, Brauerei. Angestieg, Taverne. Taverne wäre natürlich auch cool, aber oh, was das an Ressourcen braucht. So, Laden. Lagerhaus, Metallwerkstatt haben wir, Jägerhut haben wir. Als nächstes Schneiderwerkstatt, Kräuterkunde, Schreinerei. Ich würde gerne die Schreinerei vorziehen. So, wir brauchen Holz. Wir brauchen Holz. Moment. Was haben wir da? Holzfäller zuweisen. Holzfällerhütte. Ja, wir brauchen Steine und Holz. Okay, er kocht bei der Arbeit. Metallarbeiter. Gut, passt. Wir könnten noch eine Mine bauen, aber
brauchen wir vorerst mal nicht. So, wir holen jetzt Holz. Wir brauchen viel Holz, weil ich möchte die Schreinereiwerkstatt, genau, die will ich bauen. So. Ja. Jetzt kommt er. Wir brauchen viel Holz, es ist so. Da. 6 hochwertiges Holz, super. Wir nehmen auch gleich die Steine mit, weil Schreinerwerkstatt. Interessiert mich jetzt echt. Will die Schreinerwerkstatt haben? So. Und vielleicht bauen wir noch ein Feld. So. Müssen wir mal schauen. So, wie gesagt, heutige Folge, wer erwartet, wir gehen aufs Questen. Nö, heute nicht. Heute nicht. So, super. Vielleicht könnte ich eine Spitzhacke aus Eisen bauen. Aber nur für die Folge? Ich weiß es nicht. So. Haben wir da noch Stein? William hat einen schönen Tag. Finde ich auch gut. So, hochwertiger Stein, dann holen wir uns den Stein da noch. Sag mal, wie viel? 12. Na. So, und er hier. Ah. So, schön Holz gefällt. Ja, gehört offenbar auch dazu. Ab einem gewissen Zeitpunkt. Finde das interessant, unten Eisen. Kann ich eine? Ich gehe mal zu unserem lieben Schmied. Und wir schauen mal. Vielleicht machen wir doch Eisenspitzhacke, Eisenwerkzeuge. Vielleicht doch. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Ist im Koch noch wahrscheinlich. Keiner weiß es. So. Hi. Herstellen. So, und zwar. Wie wär's mit. Och, Eisenschwert hätte ich auch so gern. Eisenhelm, Schulterpolster, Armschutz. So, das hier. Herstellen. Ja, Eisenspitzhacke, das hier. Herstellen. Super. Kann ich das jetzt da? Genau, austauschen. Und das jetzt da? Ja, austauschen. So, wie wär's, wenn man jetzt nicht einen Hammer, sondern was für eine andere Waffe hätte man? Schwertchen? Kupferaxt. Mach mal eine Eisen. 14. Geht sich super aus. Wir machen eine Eisenaxt. So. So. Sehr schön. Würde ich sagen, super. Ausgerüstet. Yeah. Ach so, ja. Okay. In Startbaumenü. Oder gehen wir mal durch. Durch. So. Startbaumenü. Und zwar, ich hätte gerne Laden. So, Metall haben wir, Jägerhütte haben wir, Schneiderwerkstatt, Kräuterkundler, aber ich hätte gern die hier, die Schreinerei. Da brauchen wir eine Metallarbeit, die haben wir. Schreinerei. Wow, das ist aber ein großes Ding. Nehmen wir die da oben hin. Ja, komm. So, die Schreinerei. Dann ein Steinmetz. Weiß nicht, wozu man braucht. Na, dann machen wir hier weiter. So, Schneiderei. Hier steht. Du hast nicht genug Ressourcen. Warum alles grün? Ja. So. Gut, dann wird die hier schon mal Boah! Levelaufstieg. So. Das war hier. Fertigkeitspunkte 4. Yeah. So, was haben wir denn da? Machtrückgewinn. Erhöht die Rate der Machtrückgewinnung. Wahnsinn. Wir inspirieren. Oh, ist das cool. So, 3 haben wir noch. Schatztruhen weiß ich nicht. So, und schneller. Oh, Errungenschaft. Skill up. Super. So, dann holen wir uns jetzt noch ein paar Steinchen. Und
Zwei hochwertige Steine, okay. Na, den Baum will er nicht. Okay. Dann machen wir hier mal weiter. So, hochwertige Steine. Noch mehr hochwertige Steine. So, und ich würde sagen, oh, da hinten glitzert was. Holen wir uns das noch. Ja, Questen nicht. Nö. Baumwolle. Super. So. Einfach mal weiter draufschlagen. So, hochwertige Steine und hochwertige Steine. Wir könnten natürlich noch ein Lagerhaus bauen. Das würde ich aber gerne an die andere Ecke bauen. Ach, die kann man nicht fällen, genau. Die Birken. So, Lagerhaus wäre auch super. Aber ich glaube, im Moment vom Lagerhaus her haben wir eher nicht so das Problem. Hochwertiges Holz. 7 hochwertiges Holz. So. Sehr schön. So, ich glaube, die Sonne geht gleich wieder auf. Wir haben jetzt die Schreinerei. Ich glaube nämlich, jetzt können die Einwohner nämlich auch Möbel haben. Okay, das kann man nicht abbauen. Wenn wir genug Holz haben. Das heißt, die können ihre Hütten auch einrichten dann. Was ja super wäre, oder? Das wäre ja toll. Ja, was haben wir denn im Inventar? Schauen wir mal nach. 31. Oh, Baumwolle. So, Schreinerei, dann als nächstes Gebäude ein Häuschen wieder. Wobei ich würde gerne, ach, der geht ja nicht. Ich würde gerne ein größeres probieren, so ein Steingebäude mal. Kann ich den nicht? Nö, kann ich auch nicht. Okay. So. Ja. So, ein hochwertigeres Gebäude bauen. Oder? Bauen wir noch? Bauen wir noch ein normales. Ach, da glitzern so viele schöne Sachen. So, wir schauen gleich nochmal ins Inventar. 50 und 31. Okay, wir gehen zu... Was für eine schöne Rolle. Wir gehen zurück. Und bauen jetzt weiter. So, Starterweiterung, 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 Starterweiterung. So. Also, wenn wir uns mal da herstellen... So, und jetzt sagen, wir haben... Mal ich darüber? Ja, können wir. So, hier haben wir den Schreinerläden. So, Schneiderei brauchen wir und Kräuterkundler. Wie viel Geld haben wir eigentlich? Ist das das, was wir haben? Oder besetzen wir zuerst die Schreinerei? Ich würde... Was ist eigentlich mit Mauern? Steineingang. Steinwand. Bauen wir Steinmetz. Bauen wir Steinmetz. Bauen wir Steinmetz. Bauen wir keinen Steinmetz. Wieso wird der da nicht in der... Okay. So, dann brauchen wir zuerst einen Steineingang. Und dazu brauchen wir einen Steinmetz. Ja, gut. So, Abwasserkanal. Auch eine feine Sache. Benötigt Steinmetz. Okay. Och, Steinbrunnen. Steinmetz. Gut, hilft nichts. Wir brauchen einen Steinmetz. So, Schreinerei, Steinmetz. So. Können wir den vis-à-vis von da... Ja, das würde schon gehen. Hoffentlich haben wir dann noch genug Platz hier für Mauern. Ja, dann hätten wir den so gegenüber gebaut. Das wäre doch auch schön. Oder wir bauen ihn niemanden. So, Häuser. Oh, kein Gold mehr. Kein Gold mehr. Wie viel Gold haben wir denn? Tja, 107. Okay. So, na dann. Müssen wir wohl oder übel noch mehr questen. So, 7 hochwertiges Holz. Nicht schlecht. Ist eine Birke.
So, also wir haben jetzt Steinmetz. Sehr schön. Wir haben Steinmetz. Wir haben Schreinerei. Da sollten wir jetzt noch Arbeiter zuweisen. So, das machen wir auch gleich. So, dann laufen wir mal zurück. Wunderbar. Wir kriegen da echt jetzt gut Holz. Das hat sich ausgezahlt. 64. Super. Wenn das nur mit den Steinen auch so schön ginge. Aber habe ich immer das Gefühl, da geht nicht so viel weiter. So, Steinmetzwerkstatt ist abgeschlossen. Yeah. So, sehr schön. Jetzt teilen wir von unseren lieben Arbeitern ein paar mehr Leute. So, Stadtverwaltung. Wir können das auch so machen. So, wir haben einer für Holz, zwei für Steine. Das passt doch. Das passt doch. So, Metallarbeiter, Koch und Jägerin. Passt auch. So, wir nehmen einen. Ziele ändern. Aus Flora. Arbeit wechseln. Ach so. Da. Schreiner. Zuweisen. Aus Flora. So, Schreiner verwenden hochwertiges Holz, um Möbel für deine Stadt zu bauen. Wenn du merkst, dass dir das hochwertige Holz ausgeht und du dich auf den Bau weiterer Stadtgebäude konzentrieren möchtest, kannst du dem Schreiner mit der Zieländern-Taste aktivieren oder deaktivieren. Das Bett-Symbol zeigt dir, ob dein Schreiner aktuell Möbel herstellt oder nicht. Okay, passt. So, Schreinerei, schwach. Hier, Bett-Symbol. Yeah. Okay, passt. So, wir haben eine Schreinerin. Steinmetz würde mich auch interessieren, aber wir haben zu wenig Einwohner. Kann ich noch Häuschen bauen? Kann ich noch Häuschen bauen? So, alle Häuser. 400 Holzhaus. So, wir brauchen Geld. Wir ziehen mal einfach so in die Lande. Oh, Map? Nein, keine Angst, wir machen nicht die Quest. Quack. Hello. Okay, wir ziehen einfach in die... Was ist denn das? Verlassenes Vor. Shady. So, wir ziehen einfach mal in die Gegend und versuchen... Wie viel Geld haben wir denn? 400 brauchen wir. Okay, wir haben 100. Wir sollten an Shady Sachen verkaufen. So. Super, Klauenwurzel. Was wir jetzt alles kriegen. So, da ist Shady. An den können wir ja unsere alten Werkzeuge verkaufen. So. Und wenn wir davor stehen, gleich ein bisschen Holz fällen. So. Hi Shady! Alter Fuchs! So. Verkaufen! So, was können wir dir denn verkaufen? Nein. Aber das hier. So, 25, 50 und dafür? Okay. Ach komm, was zeigst du eigentlich für Holz? Nix. So, wie wär's mit dem Kopf hier? Nö, nix. Tränke? Nix. Okay. Nö, nimmst du eh nicht. Gott sei Dank, Klauenwurzel. Wird zum Verbrauchen von Tränken verwendet. Okay. Ist ja gut. So, naja, fast 200 haben wir. Wir suchen ein Camp. Wir suchen einfach ein Camp. Ah, da unten glitzert auch was. In der Nacht wäre es aber besser zum Camp suchen. Weil da sieht man das Feuer derjenigen immer so schön. So, Klauenwurz. Super. So. Auch schön, was ist das? Ein Baum. So. Wenn der weg ist. Machen wir da auf die Map. Schick, hier sind wir. So, da ist dieser Hain. Dieser Wald. Sehr schön. So, hochwertige Steine, wunderbar. Glühwürmchen. Klauenwurzel. Ist das gut, hier zu sein? Ich denke, ja.
Glühwürmchen. Wunderbar. Ach, Rose? Ja. Den nehmen wir mit, weil er da ist, weil es geht. Oh, da vorne glänzt was. Da vorne glänzt was. Super. So, wir sind jetzt inzwischen hier. Dann laufen wir da mal runter bis zu diesem Steg. Der Küste entlang. Nehmen ein paar Steine mit, ein bisschen Holz mit. Oh, zwei. Ich finde, der Ertrag für die Steine ist immer etwas geringer. Könnte höher sein. Oh, ein Camp. Die kommen nachts raus. Ja. Super. Hallo, ihr Rattenmenschen. So, mit wem fangen wir an? Mit dir fangen wir an. Bam, und treten. So. Nein, nein. Ach komm. So, rückrollen. Und rückrollen. So, eins, zwei, drei. Bam, tot. Du kriegst auch den Fett weg. Ja. So, Truhe öffnen. Super. 59. So, du hast nur einen Teil. Oh nein. Möchtest du die Beute erhalten? Natürlich will ich die Beute erhalten. So, alles nehmen. Ja. So, 256. Wir bleiben hier. Ach, wir können da rauf. Oh, ich dachte nicht, dass wir da rauflaufen können. So. Wir sind schon wieder fast zu Hause. Wahnsinn. So. Fünf Eisenerz. Nicht schlecht. Ich weiß, wir haben den Steinmetz nicht besetzt. Aber vorher hätte ich noch gerne ein Häuschen gebaut, sonst haben wir zu wenig Arbeiter. Die guten, guten Zwergenarbeiter. Wir brauchen ja welche. So, da vorne leuchten Sachen, dort leuchtet auch was. Oh, jetzt leuchtet alles wieder. Super. Ja, das Glühwürmchen. Schön. Einfach durchlaufen. So. Super. So, jetzt schauen wir mal nach, wie viel wir schon haben. 36 Steine, viel Holz. Das ist schon nicht schlecht. Schon langsam füllt sich unser Inventar. Das heißt, wenn wir in der nächsten Folge dann... Ja, wenn wir in der nächsten Folge dann schön questen... Schauen wir mal, dass wir noch ein Häuschen bauen können. Dass wir so viel Geld haben, dass wir ein Häuschen bauen können. 400 kostet das Häuschen. Das werden wir wohl hinkriegen. Da glitzert was dahinter. Eigentlich hätte ich noch gerne ein Camp gefunden, aber Stein kann auch nicht schaden. So, da haben wir Rose und Birkensamen. Glänzt dir noch was? So, ich glaube, wir sind bei dem alten Fort inzwischen angekommen. Oh, da glänzt was, da vorne glänzt. Oh, spontan wird es dunkler. Okay. Drei rote Blitze. Ist das alte Fort besetzt? Das sieht sehr gefährlich aus. Wir haben gesagt, nicht questen, nur rumlaufen. Oh, da vorne glitzert noch was. Wir werden da sicher noch hingeschickt werden. So, und dann wäre es ja schade, wenn wir jetzt was zerlegen, auseinandernehmen, was wir dann später brauchen. So. Klauenwurzel, super. So, na dann, machen wir uns schon langsam wieder auf den Weg nach Hause. Die bitteren Knollen. Was es alles gibt, bittere Knollen. Du
ist der direkt vor uns aufgetaucht, oder? Der war vorher nicht da. Der war vorher nicht da. So, zwei rote Pilze. Auch gut. So, schauen wir auf die Map. So, sind wir eh gleich da. Ja, wunderbar. Ah, schön. Die Sonne geht auf und wir kehren zurück nach Hause in unser Dörfchen. Wobei, ja, schon ein ganz ansehnliches Dörfchen. Ja, finde ich gut. So, Schreinerei. Schauen wir auch kurz mal rein. So, hallo. Ach, sehr cool. Sehr cool. Uah. Okay. So, und die Steinmetz hier. Ja, sehr gut, sehr gut. Okay, hier werden die Steine verarbeitet. Wunderbar. So, ist natürlich keiner zu Hause. Eh klar. Oh. Rosflora. Hey. Sprich mit mir. Kann ich behilflich sein? Herstellen. Yeah. Oh, eine Vogelscheuche, Aufbewahrungstruhe, ein Bett. Oh, wie cool. Eine Treppe. Malrahmen, was es alles gibt. Kann in deinem Zuhause aufgestellt werden. Wahnsinn. Ja, super. Na dann stell mal weiter Möbel her. So, und ich glaube, diese Möbel hier werden automatisch dann durch den Schreiner aufgestellt werden. Automatisch oder wir besorgen es. Ui, was machst du da? Rosa Flora. Oh, Rosa Flora! Du hast ein Bettchen hergestellt. Yeah! Was bedeutet suchen? Du findest nichts von Interesse. Sie stattet jetzt die Häuser. Hey! Ich hasse, schwere Dinge zu tragen. Rohes Gemüse gekehrt. Ja, dann ist doch was. Ist doch was anderes. So, du bist Piersim. Kochst du auch? Da ist das mit dem rohen Gemüse nicht mehr da. Okay. So. Wow, Wunschbrunnen. Ja, will ich. So, dann schauen wir mal, was wir ins Lagerhaus alles droppen können. Ab zu Dropzone. So, da haben wir genug drin. Da haben wir sehr schön viel Kupfer. So, so, Baumwolle, alles rüber. Rose haben wir da. So, die Klauenwurz, ein paar Pilzchen. Ach, nimm das Leder auch dazu. Was auch immer das ist. Ich könnte es nehmen und nachsehen. Das lassen wir auch da. So, super, meine Lieben. Wann haben wir heute? Ziemlich cool war das. Immerhin, wir haben den Schreiner und wir haben da hinten noch einen Steinmetz. Den werden wir bevölkern nach der nächsten Quest. So, meine Lieben, ich bedanke mich fürs Dabeisein und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss.